Ich wünsche euch allen da draußen einen fröhlichen 4. Juli und hoffe, ihr habt ein tolles Feiertagswochenende. Wenn ihr heute noch ein Feuerwerk sehen wollt, dann kommt um 21 Uhr nach Malibu, Venice oder ins Dodger Stadium. Und wenn ihr dorthin unterwegs seid, meidet den Tunnel. Auf der 10 und der 405 ist in beiden Richtungen von der Abfahrt bis zum Tunnel Stau, also so eine Art Straßenfest. Riesenpleite. Die Übergabe sollte vor einer Stunde sein. Ich liebe telefonische Hinweise. Da weiß man von Anfang an, was einen erwartet. So kommst du mal zum Zeitunglesen. Diese anonymen Anrufer sind doch sowieso meistens Spinner. Ich find's beschissen, am Nationalfeiertag einen Mülleimer anstarren zu müssen. Da würde ich sogar lieber zu Hause vorm Fernseher hocken. In dem Mülleimer liegen 5 Kilo drin. Und diese Verhaftung wäre wirklich gut für uns beide. Glaubst du eigentlich auch noch an den Weihnachtsmann? Wenn du es genau wissen willst, ich bin der Weihnachtsmann. Und jetzt mach deinen Job, du bist nicht der Einzige, der heute noch was vorhat. Ich bin mit Kate verabredet. Und das schon seit 20 Minuten. Jungs, aufwachen, da kommt ein Auto. Ich lass das Kennzeichen überprüfen. Schade, Karl, dass wir beide nicht gewettet haben. Wart's ab. Uncle Sam dealt. Sieht doch gut aus. Ich komme gleich wieder. Zentrale, hier spricht 1 William 7. Ich verfolge den Verdächtigen auf dem Canyon Drive. Ben, sein Auto ist als gestohlen gemeldet. Bleib an ihm dran, aber mach keine Panik. Der Chief hat Verstärkung losgeschickt. Verstanden. Eine Fahndungsmeldung nach dem schwarzen Sportwagen raus. Der Fahrer trägt eine Uncle Sam-Maske. Er wurde zuletzt Ecke Canyon und Sunset gesehen. Na gut, dann hol mich jetzt erstmal vom Strand ab. Hier spricht 2 Baker 12. Verfolge Verdächtigen mit Uncle Sam-Maske. Er fährt nach Westen in Richtung Venice.
Anstrich 2. Baker 12, an alle Einheiten, habe den Verdächtigen verloren. Er fährt nach Norden in Richtung Washington. Über uns was Nettes, ja? Das Schreiben übernimmt er. Ich kannte Ihren Vater sehr gut. Ich mache hier nur die Fotos. Danke für alles. Tate? Gute Arbeit, Kate. Dein Vater wäre auf dich sehr stolz. Es war richtig, die Kunstsammlung zu behalten. Die war schon immer ein wichtiger Teil von Graysons. Aber nicht so wichtig wie du, Tate. Ach. Doch, wirklich. Naja, vielleicht. Jetzt hör mal, ich werde Gloria Pendleton vom Entry Magazine mitbringen, sobald sie Zeit hat. Ein Lob von mir in meiner Sonntagskolumne bedeutet gar nichts im Vergleich zu lobenden Worten von Gloria. Man wird sich hier um Reservierungen prügeln. Das klingt großartig. Genau. Ich wünsche dir alles Gute. Danke fürs Kommen. Keine Ursache. Alles in Ordnung? Keine Klagen. Sie hat dieses Weinglas schon 10-mal zurechtgerückt. Was ist los? Sie ist nervös, weil Ben heute vorbeikommen wollte. Ah ja? Und wo steckt er? Es ist schon 5 Uhr durch. Wer was? Er arbeitet wahrscheinlich. Der Nationalfeiertag wird ihn gewiss nicht von der Verbrecherjagd abhalten. Zeit für einen weiteren Besuch von Uncle Sam. Guten Abend. Willkommen im Graysons. Ich bin Kate Grayson. Bei der Eröffnung dieses Restaurants hat mein Vater gesagt, seht, wie perfekt alles ist. Wer sich gerade verliebt hat, wird hier hervorragend essen, hervorragende Musik hören und man kann hier auch hervorragend flirten. Und wenn man dann geheiratet hat, sind Essen und Musik hier immer noch so hervorragend, dass man sich an nettere Zeiten erinnern kann. Das war die Philosophie meines Vaters, nicht meine. Ich würde gern mit Ihnen anstoßen, auf meinen Vater. John Edward Grayson. Wir vermissen dich, wir lieben dich und wir werden dich wohl nie vergessen. Ich danke Ihnen. Und viel Spaß noch. Ja? Carl, hier ist Jane. Es ist kaum zu glauben, aber... Wir haben Hinweise, dass hier ein Typ mit einer Uncle Sam-Maske rumläuft. Das soll wohl ein dummer Witz sein. Nein, der guckt sich das Strandfeuerwerk an.
doch bestimmt längst über alle Berge. Das bringt alles nichts. Wir sollten für heute Abend Schluss machen. Ja. In Deckung! Runter mit euch, na los! Benzin läuft aus. Nichts wie weg hier. Alles okay? Ja. Die Tasche fallen lassen. Hier. Sie mussten also noch unbedingt Ihr eigenes Feuerwerk veranstalten. Jetzt werden Sie nicht unfair, Chief. Von Ihnen will ich nichts hören. Was haben Sie sich eigentlich dabei gedacht? Eine verantwortungslose Verfolgungsjagd, eine Schießerei mitten auf einer Strandparty? Der Bürgermeister und die Presse werden mich dafür morgen auf glühenden Kohlen rösten und das verdanke ich Ihnen. Wenn wir den Kerl gekriegt hätten, dann wären wir jetzt bestimmt die Helden des Tages. Sie wollen eine Beförderung? Verständlich. Aber so werden Sie das sicher nie schaffen. Sie sind vorläufig vom Dienst suspendiert, solange bis mir was Besseres einfällt. Im Prinzip sind Sie mein bester Detective, aber Ihre impulsiven Entscheidungen sind eine Gefahr für unsere Abteilung. Unsere Stadt braucht keine Revolverhelden, sondern Polizisten, die immer erst denken, bevor sie handeln. Hat Ben angerufen? Nicht, dass ich wüsste. Tut mir leid. Ich bin in meinem Büro. Hey, ich such dich überall. Wo bist du gewesen? Ich war hier. Ich habe mich nur im Hintergrund gehalten, verstehst du? Dann hast du ja sicher die Band gehört. Ja, die hatten ganz toll gespielt. Und was haben sie gespielt? Na, ihre Instrumente vermutlich. Entschuldige, aber das war eine ganz furchtbare Nacht. Ja, für mich auch, aber nur, weil ich mich wieder mal darauf verlassen habe, dass du mir beistehst, Ben. Ich wurde suspendiert. Weswegen? Das ist eine lange Geschichte. Dann erzähl mir nur das Ende. Ich hab's noch bis hierher geschafft. Entschuldige, Schatz. Ich weiß, ich hätte heute Abend bei dir sein müssen, okay? Und so eine plumpe Entschuldigung wird dir bestimmt nicht reichen. Und doch weißt du, was ich für dich empfinde. Gut, was muss ich tun? Mich von einer Brücke stürzen? Nein, lass uns zusehen, dass wir einfach nach Hause kommen. Na komm her. Du nicht, das wäre einfacher, wenn ich hier nicht bloß meine Zahnbürste hätte? Das mit uns läuft nun schon seit Jahren. Da wäre es doch bloß natürlich, wenn ich meine Wäsche im Schrank hätte. Mein Dad würde niemals erlauben, dass du mit seiner geliebten Tochter zusammenlebst. Noch dazu in Sünde.
War das eine Sünde? Nicht mal annähernd. Verzeihst mir. Nein, das bedeutet, ich liebe dich. Ich halte das nicht aus. Was denn? Die ganze verdammte Freizeit. Immer vorm Fernseher sitzen und sich Talkshows und Tamponwerbung ansehen. Mein gequälter Schatz. Sieht aus, als hätte Chief James die perfekte Strafe für dich gefunden. Ich habe eine tolle Aufgabe für dich. Dann her damit. Dieses Bienennest, das du letzte Woche schon für mich entfernen wolltest, ist nun doppelt so groß und doppelt so lästig. Dann zerstörst du es endlich. Gleich nach der ersten Werbeunterbrechung. Ich danke dir. Ich werde früher nach Hause kommen, so ungefähr gegen 10. Okay. Hallo, wie lief's noch gestern Nacht? Mein Gott! Passiert? Ein Unfall? Ein hässlicher Unfall, ja. Ich hatte gerade Tonja angerufen, naja, und dann, keine Ahnung, er kam aus dem Nichts. Du hast jemanden angefahren? Er wird wieder ganz gesund werden. Eine leichte Gehirnerschütterung, eine offene Wunde am Bein, aber keine Knochenbrüche. Ich erwarte noch ein paar Testergebnisse, aber da gibt sich ja keine Überraschungen. Wer ist das eigentlich? Hat er was zu dem Unfall gesagt? Das ist irgendwie mysteriös. Den Unfall hat er verdrängt. Sein Name ist Gil Draper und offenbar hat er schon seit einer Weile keine Wohnung oder feste Anschrift mehr. Und es gibt auch keine Verwandten, die ihm helfen könnten. Und wie es aussieht, hat er auch keine Versicherung. Und was wird mit ihm jetzt geschehen? Keine Ahnung. Es gibt so viele Obdachlose, die können wir hier unmöglich alle durchfüttern. Natürlich gibt es soziale Einrichtungen, aber da muss er selber hinwollen. Kann ich zu ihm? Warum willst du zu ihm? Okay, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber ich habe oft mit solchen Pennern zu tun und die meisten von ihnen würden darum betteln, bei so einem Unfall zu sterben. Penn, noch ist er immer nur kurz bei Bewusstsein und Sie dürfen gern hierbleiben, wenn Sie mit ihm reden wollen. Aber an Ihrer Stelle würde ich morgen wiederkommen. Nein, ich warte hier. Es könnte Stunden dauern. Gehen Sie. Du kannst doch auch morgen wieder herkommen. Du musst doch auch etwas Schlaf haben. Okay. Gute Entscheidung. Glaub mir, ich kenne diese Obdachlosen. Die haben nichts zu verlieren. Und kein Selbstwertgefühl. Die warten nur darauf, dass jemand wie du in ihr Leben schneit, den sie ausnehmen können. Jemanden wie mich? Ja. Sieh dich doch mal an, wie du hier lebst. Du hast ein prächtiges Haus von deinem Daddy gehabt. Und Autos, Juwelen, viel Geld. Wenn du diesen Fremden hier reinlässt, nistet er sich hier ein. Und dann ist es bloß eine Frage der Zeit, bis er in Versuchung gerät und dich beklaut. Dass du so über ihn denkst, ist traurig. Ja, das sehe ich genauso. Die Welt ist voll von kaputten Typen. Und die meisten davon leben hier in Los Angeles. Ben, dieser Typ kann doch nirgendwo hin.
Warum soll er nicht wenigstens in meiner Garage wohnen? Ich habe ja nicht vor, mein Badezimmer mit ihm zu teilen. Ich habe diesen Mann angefahren, also verdient er auch von mir eine Chance, sich in Ruhe zu erholen. Und die wird er ganz sicher auch kriegen. Hey, was soll das werden? Was hast du vor? Ich werde schon mal alles für ihn vorbereiten. Ich habe gerade deinen Wagen gesehen, das wird bestimmt ziemlich teuer. Um ein Haar hätte ich ihn getötet. Der Blechschaden ist mir ziemlich egal. Okay, aber wenn der Typ schuld war, muss er zahlen. Und womit? Der arme Kerl hat doch nichts. Deswegen werde ich ihn sogar vorübergehend bei mir wohnen lassen. In der Garage. Das ist doch verrückt. Aber genau das macht dich liebenswert. Ach was, ich bin verrückt. Als ich noch ein kleines Mädchen war, ich weiß gar nicht, warum mir das jetzt wieder einfällt, da gab es eine Waschbärenplage in unserer Gegend. Und deswegen sind von meinem Dad überall Fallen aufgestellt worden. Irgendwann hörten wir furchtbare Schreie. Die Falle hatte etwas gefangen, aber nicht getötet. Es war aber kein Waschbär, es war ein Hund. Er war ein süßer kleiner Streuner. Und mein Daddy wusste, ich würde ihm sicher niemals verzeihen, dass er mit seiner grässlichen Falle Hunde tötet, also hat er ihn aus der Falle geholt, ihn gepflegt und gefüttert und alles getan, damit die kaputte Pfote wieder heilt. Und das war nur ein kleiner Hund. Ich muss dem armen Kerl einfach helfen. Und wie denkt Ben über diesen armen Kerl? Er hält mich für verrückt. Wunderhübsch hier draußen. Danke. Also wissen Sie, als die Ärztin mir erzählte, was Sie mit mir vorhaben, da... Ich weiß, das sollte ich jetzt nicht sagen, doch ich dachte, Sie sind verrückt. Da waren Sie nicht der Einzige. Doch danach habe ich dann überlegt und gedacht, ganz egal, für wen diese Lady mich hält oder was sie von einem wie mir erwartet, das ist das erste Mal, dass ich von jemandem eine halbwegs faire Chance kriege. Und zwar ohne, dass es einen Haken gibt. Nein, das hier hat sicher keinen Haken. Danke, Miss Grace. Nennen Sie mich Kate. Vorsicht. Wie Sie sehen, kann ich mich nur schwer von Dingen trennen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen hier gefällt, aber Sie werden es warm und trocken haben. Oh, nicht doch. Es ist perfekt hier. Oh, Scheiße. Oh, tut mir wirklich leid. Ach, schon okay. Die hat sowieso nicht mehr funktioniert. Als ich klein war, wollte ich Tänzerin werden. Also hat mein Dad mir jeden Kitsch gekauft, der mit Tanzen zu tun hat. Ich finde die nicht kitschig. Sollten Sie was zum Anziehen brauchen, da drüben in den Koffern liegen noch Sachen von meinem Dad. Die dürfen Sie gern haben. Miss Grayson. Ja? Ich weiß Ihr Vertrauen wirklich zu schätzen. Und Sie sollen wissen, dass ich vorhabe, Ihr Vertrauen in mich auf keinen Fall zu enttäuschen, denn das haben Sie nicht verdient. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Sie sind hier eine Untermieter. Die Dame in Weiß wohnt hier nämlich schon länger. Schlafen Sie sich erst mal aus. Ich bin todmüde. So ein entsetzlich langer Tag. Schade.
Danke, Baby, gute Nacht. Schon wach? Anscheinend. Und in diesem Bienennest ist auch schon wieder die Hölle los. Sieht ganz so aus. Ja. Ich kümmere mich heute darum. Das ist doch einfach unglaublich. Was macht er da eigentlich? Ich würde sagen, er streicht den Zaun. Zumindest sieht es so aus. Hält er sich für Huckleberry Finn? Er wollte sich bei mir revanchieren. Ich fand das nicht weiter schlimm und habe ja gesagt. Darum geht's ihm doch gar nicht. Lass uns die Situation einfach mal umdrehen, okay? Sagen wir, ich sitze am Steuer, als eine junge Vagabundin sich vor mein Auto wirft und ich beschließe, sie mit nach Hause zu nehmen und sie aufzupäppeln, weil ich ein guter Samariter bin. Und am nächsten Morgen wachst du auf und sie streicht oben ohne den Zaun. Oben ohne. Hm? Auf was für Gedanken würdest du kommen? Hm? Das muss ja ein heißer Tag sein. Oder sie will keine Farbe auf ihre Bluse kriegen, obwohl die Bluse schon vollkommen speckig ist. Hm? Ich würde ihr auch die Chance geben, sich zu bewähren. Das schwöre ich dir. Ich muss jetzt los. Versprich mir aber vorsichtig zu fahren, okay? Damit wir nicht noch mehr von den Pennern hier haben. Nur keine Sorge. Nächstes Mal überfahre ich jemanden für dich. Okay, von jetzt ab gehört das scheiß Bienennest dir. Diese Biester haben sich vor einem Jahr bei uns eingenistet. Kate fürchtet sich vor ihnen. Also müssen sie verschwinden. Ich wollte das Ding selber abreißen, aber ich habe eine Bienenallergie. Diese Insektenart ist doch im Prinzip ganz harmlos. Die greifen nur an, wenn sie provoziert werden. Doch ich lasse mich gern drauf ein, wenn ich Kate damit helfe. Natürlich. Doch das hat keine Eile. Das hat noch Zeit bis morgen. Es gibt noch andere Aufgaben für sie. Na, ganz hinten stand früher eine Eiche. Sie war drauf und dran, einfach umzukippen. Sie war innen verfault. Und deshalb habe ich sie gefällt. Ich mag Bäume, aber das war irgendwie Notwehr. Und jetzt verarbeiten Sie ihn zu Kaminholz? Ohne Skrupel. Okay, darf ich mal? Ich muss sagen, jemand wie Sie hat uns hier wirklich noch gefehlt. Hören Sie, ich sehe ein, dass einer wie ich bei Ihnen sicher Misstrauen erweckt. Besonders, weil Sie doch bei den Cops sind und so. Doch, ich versichere Ihnen, ich bemühe mich nur, wieder anständig zu leben. Viel Glück. Baby. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Rate, was er früher beruflich gemacht hat. Er war Bauunternehmer. Nichts Besonderes. Nur eine kleine Firma oben in San Jose. Hat Ihr Vater angefangen?
Müssen Unternehmungen, waren allerdings sehr erfolgreich. Vielleicht könntest du Gil mit ein paar Leuten bekannt machen, damit er wieder ins Geschäft kommt. Nicht doch, das ist doch nicht nötig. Ich würde gern helfen. Ja, tu das. Seid ihr hungrig? Ja. Dann bedient euch. Na dann los, hau rein. Nein, danke, Mann. Ich werde euch jetzt lieber allein lassen und wir sehen uns dann morgen zum Frühstück. Ganz wie du willst. Danke. Schlaf gut. Gute Nacht. Ihnen auch. Jetzt wäre mein bester Freund. Ja, ordentlich. Was willst du denn hier? Du wirst uns noch alles vermasseln. Ich dachte mir, ich sehe mal nach dem Rechten. Es läuft alles wie geschmiert und jetzt verschwinde ich, okay? Die dürfen dich hier nicht sehen. Habt ihr schon gefickt? Hey! Sag sowas nie wieder! Ich kenne diese Frau schon mein ganzes Leben lang. Es ist keine miese Hure, kapiert? Entschuldige dich dafür. Los. Du sollst dich entschuldigen. Okay, tut mir leid. Es tut dir leid? Sie ist keine Hure, okay? Es tut mir leid, sie ist keine Hure. Und jetzt hör gut zu. Heute Vormittag nimmt sie mich mit zur Strandpromenade, um ein paar Besorgungen zu machen. Gut. Und was ist mit Ben? Ben ist überhaupt kein Problem, wenn du ihn in den Griff kriegst. Und jetzt verpiss dich endlich. Hallo. Schon zurück? Ja, ich habe die Farbe und die Sprinkler, die Sie bekommen. Gut, setzen Sie sich. In der Tasche ist auch noch eine kleine Erfrischung für uns drin. Also ich will ja nicht undankbar erscheinen, aber ich finde, dass Sie nicht so viel arbeiten sollten. Sie sind doch immerhin Gast bei uns. Ach, das tut mir ganz gut dadurch. Fühle ich mich zur Abwechslung mal wieder nützlich. Übertreiben Sie es nicht. Sie müssen sich erholen. Her mit der Erfrischung. Wo haben Sie denn das her? Aus einem Koffer in der Garage. Fountainhead. Eine ziemlich dicke Schwarte. Ich liebe Bücher. Sogar wenn man arm ist, kann man ein gutes Buch genießen, oder? Dieses Buch hier hat mein Vater besonders geliebt. Davon haben wir 12 Ausgaben im Haus. Wann ist Ihr Vater verstorben? Mir kommt es vor wie gestern. Ich verstehe, Sie standen sich also sehr nahe. Ja, er war auch mein bester Freund. Sie haben was von ihm. Ich meine, er hat auch immer im Garten geackert. Es ist irgendwie eigenartig. Sie haben seine Kleidung, das Buch.
Es war nicht meine Absicht, ihn damit das Herz schwer zu machen oder so. Nein, ich erinnere mich gern an ihn. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dann bin ich sehr stolz, ihm zu ähneln. Und als seine Tochter sollte ich jetzt ins Graysons gehen. Ich hoffe, Ben hält sie nicht zu heftig auf Trab. Er meint es nur gut. Und heute Nachmittag planen wir etwas ganz Besonderes. Hauptsache, ihr seid glücklich. Die habe ich hier gestern Abend entdeckt. Wow. Richtige Schönheiten, hä? Springen die überhaupt noch an? Bis jetzt nicht, aber das liegt bestimmt nur an dem verschmutzten Vergaser. Das wäre bloß eine Kleinigkeit. Hast du gewohnt? Ja, das war mein Zuhause. Keine Heizung und nicht mal warmes, geschweige denn kaltes fließendes Wasser. Wenn man so einen Treffer landet, fühlt man sich wie der geborene Versager. Gibt es noch eine Schlossführung? Nein, lass uns weiterfahren. Guter Plan, Gil. In dem Ding fühlt man sich bestimmt wie eine Schießbudenfigur. Los! Nicht wie weg hier! Du liegst im Krankenhaus. Hey, Partner. Wo ist Gil? Ich bin hier, Ben. Was war denn mit dir? Ich dachte, sie hätten dich gekriegt. Ich bin vom Motorrad gestürzt. Kurz bevor du deinen Unfall hattest. Das glaube ich dir nicht. Hör dich nicht auf. Ganz ruhig. Du bist verletzt. Ja, wir sind beide gestürzt, aber nur ich wurde verletzt. Und der Typ hat mich in eine Falle gelockt. Die haben auch auf mich geschossen. Ich meine, die waren hinter uns beiden her. Du hast einfach angehalten und dann haben die mich die Böschung runtergedrängt. Ich hatte dich vor ihm gewarnt. Kommen Sie. Das eben tut mir sehr leid. Ich weiß wirklich nicht, wo diese Kerle im Auto auf einmal herkamen.
Natürlich. Nur Sie kennen ja Ben. Okay. Ich gebe Ihnen meine Schlüssel. Gehen Sie nach Hause, essen Sie etwas. Ruhen Sie sich aus. Ich komme in ein paar Stunden nach. Sind Sie sicher? Ja. Hey. Hey, ich... Danke Ihnen. Das wird schon wieder. Reg dich bitte nicht noch mal so auf. Aber ich denke, du irrst dich bei Gil. Du hättest ihn vorhin sehen sollen. Er war völlig fertig wegen der Sache. Er war fertig, ja? Soll ich dir sagen, wieso? Der war bestimmt fix und fertig, weil ich immer noch atme. Das ist der einzige Grund. Ich habe immer geglaubt, du wärst ein sehr guter Cop. Ich habe mich bei dir sicher gefühlt. Ich dachte, du würdest mich immer beschützen, doch du bist einfach nur unsicher und eifersüchtig. Ich finde, das hat wenig mit Liebe zu tun. Zu dumm, dass dein Dad nicht mehr da ist. Auf ihn hättest du vielleicht gehört. Kannst du ruhig nach Hause fahren. Ich blute inzwischen. Hier in Ruhe weiter, okay? Okay. Entschuldigen Sie. Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Sie sehen... Stimmt das nicht? Nein, nein, das stimmt alles. Sie... sehen also verändert aus. Also im positiven Sinne. Und wie geht's Ben? Es geht ihm besser. Er kommt bestimmt morgen raus. Er kommt wieder her? Er hat seine eigene Wohnung. Und ich will ihn hier vorläufig nicht mehr sehen. Er ist mir manchmal zu besitzergreifend. Und er wird auch leicht wütend, ja? Ja. Und auch ziemlich ungerecht. Haben Sie was gegessen? Ja. Das durfte ich doch, oder? Klar. Das war ein sehr schlimmer Tag und würden Sie jetzt vielleicht... Ach so, Sie wollen, dass ich gehe.
Das habe ich gar nicht kapiert. Entschuldigen Sie. Ich hole nur noch schnell meine Sachen von oben und dann gehe ich. Hi, Ben. Hallo. Na, Karl? Hallo, Ben. Du sollst dich beim Polizeizeichner melden. Vielleicht bekommt er eine Phantomzeichnung hin. Ja, ich versuch's. Könntest du so nett sein und für mich möglichst viel über einen gewissen Typen herausbekommen? Sicher. Es geht mir dabei um diesen Kerl hier. Gil Draper. Von zu Hause aus konnte ich nicht besonders viel über ihn rauskriegen. Okay. Na, was sagt man denn dazu? Eben noch in der Gosse und jetzt macht er einen auf Richard Gere. Kate wird bereits los sein. Sie wollte pünktlich ins Graysons. Macht nichts. Ich bin eigentlich nur deinetwegen hier, Freundchen. Ich schenke dir gern meinen Stock, wenn die Krücke dich behindern sollte. Ich brauche ihn ja nicht mehr. Ach, das mit dem Bein ist halb so wild. Ich bin nur in einen Scheißhaufen getreten, den ich nicht mehr loswerde. Tut mir leid, das zu hören. Du hast es wirklich verdammt gut drauf. Eine Umgebung perfekt, um den Finger zu wickeln, aber ich fahre nicht mehr auf dich rein. Die Geschichte vom kleinen Bauunternehmer, der Pech hat und auf der Straße landet. Allerdings schätze ich, du könntest mit der Nummer hier in der Gegend überall vorübergehend Erfolg haben, aber früher oder später bekomme ich die Wahrheit über dich schon raus. Und dann wirst du froh sein, dass du deinen Stock nicht verborgt hast. Erstaunlich mutig wie so ein alter Krüppel daherredet. Ich zittere vor Angst. Ich bin jetzt die Nummer eins bei unserer Freundin Kate. Zurzeit würde sie mir alles glauben und dir nichts. Ich habe bei ihr nie so wie du den Macho raushängen lassen. Hab nie mit ihr gestritten, sie nie geärgert, nie beleidigt. Also, wenn ich Bock drauf habe, dass sie für mich die Beine breit macht, damit ich sie besorgen kann, wie du es mit deinem Ringelschwänzchen nie geschafft hast, dann muss ich nur einen romantischen Zug in ihre Richtung machen und sie wird auf die Knie gehen. Hey! Hör auf damit! Was soll denn das? Sag ihr, was du gesagt hast. Na, mach schon nur zu. Wort für Wort. Ich hab gesagt, dass sie einen besseren Mann verdienen. Hey! Verschwinde hier! Und was sie angeht, sie will ich hier auch nie mehr sehen. Es lag nur an ihm. Er hat doch angefangen. Das ist mir egal. Ich hab genug von euch beiden, also verschwindet endlich. Du hast gehört, was sie gesagt hat. Verzieh dich. Du auch, Ben. Du hast deine Krücke vergessen. Aber er kam nur zu spät, weil er den Unfall hatte. Deshalb müssen wir ihn nicht sofort feuern. Es ist mir vollkommen egal, Tonya. Ich lasse mich von keinem Spinner mehr ausnutzen. Such gleich jemand Neuen für seinen Job.
mich ja nicht so an. Grayson, danke, dass Sie mein Leben verändert haben. Und vergeben Sie mir die Unannehmlichkeiten, die ich Ihnen vielleicht bereitet habe. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Nein, ich werde mit dir mitkommen. Hier geht's um einen Gefallen für Ben. Wir sind nur privat hier. Ich bin Ben auch noch was schuldig. Deine Entscheidung. Na dann los. Aber offiziell waren wir nie hier. Ben hatte recht. Sieh dir das an. Oh Gott. Kommt mir doch ziemlich bekannt vor. Ruf Verstärkung. Okay. Thank you.
Helfen Sie mir! Nein! Unbefugten ist hier das Betreten verboten. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von Ben. Ich dachte, er würde persönlich bei uns vorbeischauen. Stattdessen sind bloß seine Laufburschen gekommen. Ihr beseitigt jetzt die übrigen Spuren und vor allen Dingen ihr Auto. Ich suche mir inzwischen eine Dusche. Ich werde zu einem Vorstellungsgespräch erwarten. Nur eine kurze Frage. Der Neue möchte einen Vorschuss haben. Welcher Neue denn? Der neue Tellerwäscher. Ist der einen Vorschuss wert? Das musst du wissen. Sieh ihn dir an. Okay, aber nur 5 Minuten, ja? Alles klar. Danke sehr. Ich bin heute Morgen bei einer Jobvermittlung gewesen. Und die haben mich hergeschickt. Natürlich war ich auch schon woanders, aber niemand wollte mich so richtig. Denn ich habe nun mal keine Referenzen, die besonders beeindruckend wären. Keine Bange, ich kenne Ihre Fähigkeiten im Abwaschen. Ich hatte davon hier nichts erwähnt, aber die haben mich trotzdem eingestellt. Hören Sie, wenn Ihnen das eigenartig vorkommt, dann hau ich jetzt gleich wieder ab. Nein, das geht in Ordnung. Und was ist mit dem Vorschuss? Man behält auf Dauer keinen Job, wenn man auf der Straße wohnt. Ich dachte, ich ziehe vorübergehend in ein Hotel und verdiene mir noch was dazu. Und irgendwann habe ich dann eine eigene Wohnung. Hier gibt's doch bestimmt noch mehr zu tun. Ich bin der geborene Handwerker. Das habe ich bemerkt. Danke für die Uhr. Vielleicht ziehen Sie noch mal in meine Garage für ein paar Wochen. Ist das Ihr Ernst? Mhm. Gil, Sie müssen noch den Vertrag unterschreiben. Es tut mir leid, aber wenn Sie einen Vorschuss kriegen, dann wollen alle einen Vorschuss haben. Na gut, ich komme schon irgendwie zurecht. Trotzdem danke. Einen schönen Feierabend. Dir auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Mozart. Das spielte mein Dad immer für meine Mom. Auf diesen Flügel. Wirklich?
Es hat einen sanften Anschlag. Das Restaurant hat so viel von meinem Dad. So, als ob sein Geist noch hier drinnen haust. Kate, hast du einen Augenblick Zeit? Ich würde gern mit dir über unsere Beziehung sprechen, falls wir noch eine haben. Ich habe immer gedacht, wir gehören zueinander. Doch jetzt habe ich irgendwie im Dunkeln, verstehst du? Haben wir uns nun getrennt oder nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Soll das bedeuten, du weißt es nicht oder traust du dich nicht, es mir zu sagen? Das heißt nur, ich weiß es nicht. Was läuft zwischen euch beiden? Hat er mit dir geschlafen? Ich bin nicht so schmutzig wie deine Fantasie. Okay. Irgendwas zu feiern? Frieden. Gut, denn zurzeit sehne ich mich nach jeder Menge Frieden. Du hast mir so viel Frieden geschenkt, seitdem wir zusammen sind. Dafür wollte ich mich revanchieren. Nichts soll unserer Liebe mehr im Weg stehen. Wir zwei lieben uns doch, oder? Ich will dich hier nicht mehr sehen! Was soll das? Hier ist mal ein Schritt zur Seite. Dass wir uns in dieser verworrenen Scheiße befinden, liegt nicht nur an mir, sondern vor allem an ihm. Und ich bin drauf und dran, ihm ein verdammtes Loch in seinen Schädel zu schießen. Zwei meiner Kollegen werden vermisst und ich wette, dieses Arschloch hat sie auf dem Gewissen. Guck mir in die Augen und sag, dass du nicht mit ihm schläfst oder ich schwöre, ich knall ihn ab. Ich schwöre dir, ich schlaf nicht mit ihm. Und jetzt gib mir dieses Ding. Her mit der Kanone! Heute ist dein Glückstag. Wie wirst du noch brauchen? Du hast sie wohl nicht mehr alle. Unser Sexleben geht dich überhaupt nichts an. Was zum Teufel heißt unser Sexleben? Seid ihr beide verrückt geworden? Ist das ein Macho-Wettkampf und ich bin sowas wie der gottverdammte erste Preis? Nein, Kate. Es reicht! Ihr verschwindet aus meinem Haus und zwar sofort. Du gehst zuerst. Hinaus.
Sie ist da. Wer? Hm? Sehr hübsch eingerichtet. Nein, wieso gerade heute? Und das ist sie, Kate Grayson, Gloria Pendleton. Herzlich willkommen, Graysons. Tate? Folgen Sie mir. Sie können aus der Mittags- und aus der Abendkarte wählen. Dann haben Sie einen Überblick über unser gesamtes Angebot. Bitte sehr. Das klingt verlockend. Gute Atmosphäre. Finden Sie nicht auch, Gloria? Ganz exquisit. Wir geben uns Mühe. Was ist das? Solche Dinge passieren. Okay, hier sind gefeuert. Du schmeißt mich raus? Du vertreibst mich aus meiner Garage? Und jetzt nimmst du mir meinen Job? Das mit der weißen Taube waren Sie. Ich will Sie nie wieder in meinem Haus, auf meiner Ranch oder in meinem Restaurant hier sehen. Dann lebe wohl, mein Engelchen. Fahr zur Hölle, Grayson! Ja! Voilà! Sam, bring Glück! Die Kopf werden jeden Moment hier sein! Oh je, wir haben also die Bullen gerufen? Das war großartig! Ihr reichen Fürze! Ihr mästet euch wie die Wölfe auf Kosten von harmlosen Schäfchen. Aber irgendwann wird ein Fuchs kommen und euch eure verdammten Eier abbeißen. Keine Bewegung. Das war's, mein Freundchen. Das ist allein euer Werk, nicht meins. Flüchtet auf einem Mutter. Er hat erzählt, dass er aus San Jose kommt und dass er Bauunternehmer war. Ansonsten war er ziemlich schweigsam. Tja, das ist alles, was ich von ihm weiß. Entschuldigung. Verstehe. Hat er irgendwelche Zweitschlüssel zum Restaurant? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und die Sicherheitscodes sind auch schon alle geändert, oder? Ja, natürlich. Er ist ihnen entwischt. Hören Sie, Kate.
Wir melden uns bei Ihnen, wenn wir ihn kriegen. Sie sollten zu Ben ziehen, solange der Kerl noch frei rumläuft. Zu Ben ziehen? Oder zu einer Freundin vielleicht. Sie können uns jederzeit anrufen. Danke. Los, komm schon, Keith. Kate? Wir dachten uns, da er meine Adresse nicht kennt, wohnst du erstmal bei mir. Ich werde vor diesem Kerl ganz gewiss nicht davonrennen. Du hast doch gesehen, zu was er in der Lage ist. Er ist total durchgeknallt. Niemand weiß, was der noch vorhat. Bestimmt wartet er schon mit einer Axt auf dich da draußen. Was soll denn das? Ich versuche ja, eine scheiß Angst einzujagen, damit sie endlich aufwacht und merkt, worum es überhaupt geht. Der Arsch hatte Glück, dass ich meine Tasche vorher nicht dabei hatte. Doch jetzt trage ich mein Pfefferspray immer bei mir. Mit dir komme ich natürlich auch ohne zurecht. Ihr habt ja eigentlich recht. Nur wenn ich jetzt vor ihm Schwäche zeige, habe ich sicher verloren. Na gut, aber dann wohnen wir bei dir. Was? Du kannst doch in diesem großen Haus im Moment nicht völlig allein wohnen. Auf so eine Idee kommt man bloß in einem Stephen King-Film, oder? Wenn ihr dazu bereit wärt, bin ich einverstanden. Okay, dann machen wir das so. Hey, die haben unseren Artikel drin. Kate hat dich verschont. Der Vorfall wird nicht erwähnt. Der Gute schreibt nur über die Eröffnung. Ich befürchte nur, Mrs. Pendleton ist bestimmt nicht so nett. Sie wirkte etwas verstört bei Gilts kleiner Ansprache. Komm, Tonya, wir müssen jetzt los. Wir treffen uns dann im Restaurant. Hallo? Hey, Kate, ich bin's. Hast du schon einen Blick in die Zeitungen geworfen? Da ist ein Artikel drin über das Grayson. Ja, den wollte ich gerade lesen. Dann sieh dir mal das Foto ganz genau an. Der Typ über deiner rechten Schulter im Hintergrund. Das ist er. Wer ist das? Er war von Anfang an da. Das ist Privatbesitz, Freunde. Ihr müsst wieder umkehren. Oh nein! Hallo? Okay? Ben, er ist hier! Hallo? Zentrale, ich habe einen Notruf. 8724 California. Okay, Jungs. Die Jagd ist eröffnet. Bens Pistole ist in der Küche. Interessante Begrüßung. Ja.
Was machst du denn? Wir müssen reden. Aber unser Vater ist von seinem Partner reingelegt worden und sein Vermögen ist an den großen John Grayson übergegangen. Und damit an dich. Dafür wirst du bezahlen, du Miststück! Mich von deinem Reichtum kosten, ja. Okay. Tun Sie es nicht, bitte! Das war's. Alles okay? Wo ist Kate? Sie ist nach oben gegangen. Ich hab alle Schlüssel. Das war ziemlich dumm von dir, mir dein Schlüsselbund zu borgen. Kate! Ben! Kate! Ja. Sag ihr, sie soll rauskommen! Sag's ihr! Ach, fick dich doch selber. Sag ihr, sie soll rauskommen. Na, meine Schöne? Gil, tu ihm nichts. Er ist nicht verantwortlich für dein Problem, sondern ich. Lauf weg, Kate. Na los. Wenn du das tust, dann puste ich ihm sein Spatzenhirn aus dem Schädel raus. Wenn's nur um Geld geht, dann bezahle ich. Oder willst du eine schriftliche Entschuldigung? Ich will mein Leben wieder zurück. Wir waren eine glückliche Familie. Doch ihr Graysons habt uns alles versaut. Bestimmt können wir uns irgendwie einigen. Ja, natürlich. Und danach lande ich dann im Knast. Hier geht's wohl nicht mehr um Vergeben und Vergessen. Stell das ab. Stell das Ding endlich ab! Na, mach schon. Stell es ab! Ja! 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 Ich nehme dich mit, Baby! Na, komm schon! Okay, ich habe mich in ihm getäuscht. Der war noch viel mieser, als ich am Anfang gedacht habe. Es tut mir leid. Thank you.
We'll be right back.